Die Stadtführungen in Tuttlingen sind sehr beliebt, nach wie vor jedes Jahr, jede Woche. Stadtführungen, es geht heute um den Stadtbrand in Tuttlingen vor 1850, als Tuttlingen noch eine Enklave war. Vieles abgebrannt, viele Tote gab es. Es gab auch einen Bettlägerigen, den sie vergessen haben zum Retten, und einige Tote natürlich in den verschiedenen Häusern. Tuttlingen war eingerahmt von Zöllen, das heißt Konzenberg und die Randgebiete wie Fürstenberg und so weiter waren alles Ausland für die Tuttlinger und man musste Zoll zahlen, wenn man in diese Gebiete wollte, und deshalb sind die Tuttlinger so wie heute im 21. Jahrhundert zu Hause geblieben. Die Tuttlinger Sparsamkeit habe ich nicht besonders erwähnt, denn das ärgert die Tuttlinger sonst.